Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HTB Schweißshow. Diesmal werden wir Verstärkungsbleche unter einem Auto, unter der Karosserie für die Achsaufnahme anschweißen. Was müssen wir da beachten Richtung Korrosionsschutz, Richtung wie verschweiße ich das Ganze, dass das nachher TÜV-konform ist? Diese Einzelschritte wirst du in diesem Video erfahren. Let's go! Now allow me to reintroduce myself, they call me J-O, and to the easy ear. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeds, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our credit, he the heir apparent, Nummer 1 Vorbereitung. Was musste man tun, bevor man solche Verstärkungsbleche dort einschweißt? Natürlich müssten wir die zu schweißenden Stellen am Auto, an der Karosserie sauber machen, vor Dreck, sonst können wir nicht schweißen. Wir müssen gucken, dass da kein Unterbodenschutz ist, weil das wird nachher brennen, dass natürlich auch keine Lackreste sind, denn das brennt später auch. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir unter dem Auto schweißen, dass das nachher nicht im Innenraum brennt. Das heißt, kompletten Vorgang unter Beobachtung stellen, immer etwas Wasser, einen feuchten Lappen, etwas Druckluft dabei haben, falls man in die Hohlräume reinpusten muss, um das Feuer in den Hohlräumen den Garaus zu machen. So, das heißt, die ganzen Stellen wurden komplett blank gemacht, dass wir noch ein bisschen Platz hatten, wenn wir die Bleche anbringen, dass wir da genug Platz haben zu schweißen, dass da nicht sofort der Dreck an der Schweißnaht ist, na, so ein bisschen großräumig das Ganze sauber machen. Dann war die Frage, soll man den Tank ausbauen? Der Tank sitzt natürlich direkt da hinten an der hinteren Achse. Natürlich mussten wir den Tank da auch ausbauen, weil Schweißspritzer, Temperatur könnten das Ganze, ja, die Situation auf jeden Fall gefährden. Also alles befreit, Tank abgebaut, sauber gemacht. Das ist aber noch nicht alles. Was müssen wir beachten beim Schweißen an einem Auto? Man muss die Batterie abklemmen, denn auch beim Schweißen entstehen Kurzschlüsse und die können empfindliche Elektronikbauteile sowie das Steuergerät zerstören. Also achte drauf, Batterie abklemmen. Auch wenn die einzuschweißenden Bleche super aussehen und die Vorbereitung ist super, gucke ich mir die Stelle natürlich nochmal genau an. Ich nehme die Bleche in die Hand, setze sie an und gucke, liegen die denn in der richtigen Position? Ist das alles passend? Komme ich nochmal an die Stellen, die ich zu schrauben habe, noch dran? Sind die Bleche auch, ich sag mal, habe ich da keinen riesen Luftspalt? Wenn ich da ja einen riesen Luftspalt habe, was muss ich da reinbrutzeln, um das da zu schließen? Deswegen Bleche anbringen, anpassen, gucken, dass alles sitzt. Vielleicht das Blech, wenn es da in dem Moment zulässt, ein bisschen formen, dass das ja optimal anliegt. Jetzt ist die Frage Korrosionsschutz. Was ist, wenn ich jetzt die Bleche nehme und sofort an die Karosse anbringe und verschweiße? Kann es sein, dass ich dann später an die Fläche nicht rankomme? Da kann es anfangen zu gammeln, zu rosten, weil es ist ja sind ja unlegierte Stahlbleche, so wie das blank gemachte Blech, sowie die einzuschweißenden Bleche. Natürlich könnte man das Ganze jetzt so machen, dass wir die anbringen, verschweißen, natürlich nicht komplett, dazu komme ich gleich, und dann das Ganze abdichten und vielleicht mit einem Schweißprimer oder mit einer Hohlraumversiegelung nochmal versuchen in diesen Spalt reinzukommen. Das können wir tun, das würde vielleicht auch dafür sorgen, dass es später da nicht rostet, weil wir das Ganze ja nicht dicht machen. Ich habe aber mit dem lieben Joachim gesprochen, er sagt einfach aus Erfahrung, Igor, nimm am besten Zinkspray, das haben wir hier in dem Fall gemacht, tu die Bleche mit der Seite einnebeln, die an das Auto kommen, tu die Stelle nochmal einnebeln mit Zinkspray, dass wenn du das Blech angebracht hast und verschweißt hast, dass du da schon mal sicher bist. Jetzt ist natürlich das Problem, wir haben jetzt alles schön sauber gemacht und müssen das Ganze jetzt wieder einsprühen. Ja, so ist es leider, das müssen wir tun, damit ich mir sicher bin, dass es nachher nicht dort rostet. Jetzt muss ich natürlich schauen, da wo ich schweißen werde, dass das wieder sauber ist. Dafür habe ich einen Akkuschrauber genommen mit so einem Bürstenkopf und habe natürlich die zu schweißenden Stellen wieder befreit. Dieses Zinkspray, was wir verwendet haben, das war innerhalb einer halben Stunde trocken. Ich konnte das Ganze weiterverarbeiten.
Natürlich besteht hier die Gefahr, wenn ich darauf schweiße und da sind noch Zinkreste, dass das Ganze natürlich etwas verbrennt. Aber hier müssen wir diese Gefahr in Kauf nehmen. Ein bisschen ist nicht schlimm. Hauptsache, wir haben Kontakt und können das vernünftig miteinander verschweißen. Wenn wir natürlich zu viel Zinkspray auftragen und versuchen, das Ganze zu schweißen, wird das Schweißen natürlich die Verbindung bei weitem nicht so schön. Es wird ein bisschen aufkochen, es wird ein bisschen wild aussehen. Da müssen wir natürlich drauf achten. Kommen wir zum Punkt, endlich schweißen wir die Bleche ein. Diese Bleche sind schon gut vorbereitet gewesen. Man sieht in diesem Blech, da sind so Aussparunglöcher drin. Die brauchen wir auch, weil die werden wir ja ausschweißen, wie diese typische Lochschweißung, die auch gerne an so Kfz-Blechen vorgenommen wird. Die sind 3 mm stark, zu den Parametern kommen wir gleich. Die Bleche in Position gebracht, natürlich müssen wir achten, dass wir in dem Auto ordentlich Masse haben. Ja, das heißt, eine blanke Stelle suchen, dort mit dem Massekabel dran, sonst können wir ja nicht schweißen. Dann die Stellen, wie gesagt, wo ich schweißen möchte, sauber machen und dann anfangen. Erstmal habe ich die Bleche an 3 wichtigen Stellen angeschweißt, angepunktet, dass ich weiß, dass das Blech super in Position ist, so wie es sein muss. Und dann konnte ich es loslassen, nochmal ein bisschen sauber machen und das Ganze verschweißen. Ein erfahrener Karosseriebauer hat zu mir gesagt, Igor, du darfst keine durchgehende Schweißnähte machen. Das heißt, wenn ich dieses Blech, was ich dort einsetze, natürlich will man es am besten machen, dann würde man großzügig das Ganze komplett einmal rundherum verschweißen. Aber das ist nicht gut, weil wir bringen dort zu viel Temperatur rein, wir verändern das Gefüge. Das heißt, das sind Stellen, die dann später nachlassen werden. Deswegen wünscht sich der TÜV, dass du quasi immer längere Hefter schweißt, dann eine Pause, wieder einen längeren Hefter und dann eine Pause. Es gibt Bauteile, wo das ganz genau vorgeschrieben ist. Hier in dem Fall habe ich halt dafür gesorgt, dass das Blech ja ordentlich sitzt, nicht abreißt und wie gesagt auch Pausen gelassen und nicht durchgehend verschweißt. Und diese Löcher, die vorgesehen waren, die habe ich auch schön aufgeschweißt. Wichtig ist es hier, wenn ich jetzt einfach in die Mitte reinhalte, was kann passieren, dass ich das Blech, das Loch verschließe, aber das Blech am Auto gar nicht erwische. Ja, das heißt, hier musst du natürlich mit der Leistung runter, 0,8er Draht und dann möglichst versuchen, das war jetzt 8 mm oder 6 mm Bohrung, und dann das schön an der Kante außenrum einmal komplett ausschweißen und dann diesen Punkt zumachen. Dass du siehst, du hast das Karosserieblech mit erfasst. Was bringt mir das, wenn ich das einfach an diesem Anschweißblech zugeschweißt habe, aber überhaupt keine Verbindung zu dem zu der Karosse habe. Wird ja dann bei weitem nicht so halten. Zum Schweißen noch ein wichtiger Punkt. Ich habe mir natürlich auch hier Zeit gelassen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Stück geschweißt habe, habe ich dem Ganzen Zeit gelassen, dass es auch abkühlt, dass ich nicht so viel Temperatur dort reinbringe. Plus, wie gesagt, wir haben beobachtet, dass nichts brennt, weil es kann schnell passieren. Du schweißt außen oder unter dem Auto an der Karosse, da ist ein Hohlraum, wo diese Aufnahmen für die Achse ist. Das ist ein Hohlraum, der sitzt dann an diesem Innenraum quasi. Du kannst von oben nicht reingucken. Da ist aber, wie gesagt, der Hohlraum, der ist voll mit Wachs oder mit diesem Korrosionsschutz. Wenn du jetzt hier schweißt, das wird so heiß, dass es auf einmal da drin brennt. Wie findest du es raus? Ich habe es halt gesehen, weil da sind Öffnungen und da konnte ich sehen, ah, da ist eine Flamme, was mache ich da? Druckluft geben und reinpusten, bis ja kein Quellchen da rauskommt. Da muss man sehr vorsichtig sein, das darf nicht passieren. Oft haben da Autos schon gebrannt, Teppiche oder sonstiges, da musst du höllisch aufpassen. Lieber 5-mal nachkontrollieren, bevor das Auto oder die Bude in Flammen steht. Das heißt, mit anderen Personen gleichzeitig den Prozess beobachten, ganz wichtig. Der eine oder andere würde sagen, ja, wir sind fertig, die Bleche waren ja mit dem Zinkspray, das Ganze ist angebracht und das Ganze wurde verschweißt. Wir sind nicht fertig, jetzt kommt sogar eine ganz wichtige Arbeit. Wir müssen das Ganze jetzt vor Korrosion, vor Rost schützen, weil da wird ja Wasser dran kommen. Also, Schweißnähte, alles sauber gemacht, vor Schmauch und allem Nötigen. Jetzt können wir sogar noch hingehen, wir haben ja teilweise irgendwo einen Luftspalt, wo wir rein können, da könnten wir sogar jetzt noch Hohlraumversiegelung reinsprühen, die kriecht ja da schön rein.
Wenn wir das getan haben, was jetzt nicht unbedingt sein muss, weil wir mit dem Zinksplitter gearbeitet haben, aber der ist ja teilweise an manchen Stellen verbrannt. Wenn man sicher gehen will, könnte man da jetzt noch, wie gesagt, mit dieser Hohlraumversiegelung reingehen. Dann, wie gesagt, das Ganze nochmal sauber machen, weil die Hohlraumversiegelung, die lässt dann nicht mehr zu, dass du einfach so drüber sprühst, weil das ist ein bisschen fett, da wird das Zinkspray dann nicht mehr halten. Das Ganze wiederum sauber gemacht, von außen schön eingesprüht, keine Stelle offen gelassen. Und jetzt haben wir trotzdem diese Hohlräume da. Und die können wir jetzt mit einer Abdichtmasse nochmal versiegeln. Hier sollte man Folgendes tun, so hat mir, wie gesagt, ein karosserieerfahrener Meister erklärt: Sieh zu, dass du diese Luftspalte nicht übertreibst, dass das nicht einfach zuklatscht, dass man das später nicht nachvollziehen kann, was ist da passiert. Weil du kannst sie übertreiben, komplett zuschmieren, dann sieht man gar nicht, wo geschweißt worden ist. Das heißt, wir dichten das Ganze ab, schmal, dass wir den Unterschied sehen. Aha, hier wurde geschweißt, hier ist Abdichtmasse und hier ist wiederum eine Schweißnaht. Das ist wichtig, auch für den TÜV, der vielleicht drunter guckt und sich ein Bild machen möchte. Dann ist er sich im Klaren, was da geschehen ist. Mit folgenden Einstellungen und Parametern haben wir in diesem Video die Bleche eingeschweißt. Wichtig ist für uns, die einzuschweißenden Verstärkungsbleche hatten eine Stärke von 3 mm. Das Karosserieblech hat in der Regel 0,8, vielleicht 2 mm und da sind da immer mehrere Schichten übereinander. Ich habe die Maschine wie folgt eingestellt, auf 2 mm Materialstärke, quasi so ein Mittelwert. Das heißt für euch 100 Ampere circa, ein Drahtvorschub von 6 Meter die Minute und die Spannung war bei 18,4 Volt. Das hier ist eine Picomic 180 Puls. Ich habe aber bewusst hier nicht mit dem Impulsverfahren geschweißt, ich habe hier mit dem Kurzlichtbogen geschweißt. Man sieht auch eine gewisse Spritzerentwicklung. Ich finde einfach, wenn man solche Dinge, dünnen Bleche verschweißt, ich hätte das auch mit dem Impuls machen können, aber ich bin mir einfach sicherer, wenn ich mit dem Kurzlichtbogen arbeite, ich kriege das irgendwie besser kontrolliert. Das ist mir quasi von der Geschwindigkeit passt mir das. Die Parameter haben hier soweit auch gepasst. Wir haben ordentlich die 3 mm Bleche aufgeschweißt und wir haben ordentlich das Karosserieblech erfasst. Und sind nicht durchgebrannt. Wobei auch da musst du aufpassen, manchmal gibt es da so Zwischenverbindungen und dieses Anschweißblech, was da kommt, das liegt manchmal so am Rand und dann siehst du, da ist eine Überlappung von der Karosserie. Und dazwischen ist nochmal so eine Schutzschicht, Wachs, Korrosionsschutz, was auch immer. Und wenn du kommst ja da nicht rein und wenn du schweißt, wirst du auch sehen, dass es genau daraus austritt. Das wird flüssig und das kann auch anfangen zu brennen. Auch da musst du aufpassen. Das würde den Prozess stören. Also stoppen, sauber machen, neu anfangen. Was die Materialstärke von unserem Zusatz angeht, ich habe hier diesmal mit einem 0,8 mm Drahtdurchmesser gearbeitet, Stahl unlegiert. Wenn ich jetzt aber mehr diese dünneren Kfz-Bleche schweißen würde, diese Lochschweißung ausschweißen möchte und wie gesagt das noch besser kontrollieren will, dann würde ich die Maschine auf 0,6er Draht umrüsten. Das ist meine Empfehlung. Mischgas, 18% CO2 in Argon, sollte klar sein. Wir sind soweit fertig. Ich werde weiterhin das Projekt vom Nobby beobachten. Scheint sehr interessant zu sein. Nobby, wir sind jetzt soweit fertig. Mhm. Die Bleche sind eingeschweißt. Du weißt ja noch, was zu tun hast mit dem Versiegeln. Wie war das für dich so das erste Mal schweißen? Du hast ja so noch nicht Nee, also wollte ich gerade sagen, also als Kind mal hat mein Opa mir das beigebracht oder versucht beizubringen. Aber das war halt wirklich ein ganz altes Schweißgerät, wo man noch die Elektroden dann Klemmen dran gemacht hat. Durch die Maske hast du nichts gesehen. Und ich meine, so eine Maske, die automatisch abblendet, sobald du dann, das macht so, ja. Und das gerade diese kurzen Bahnen machen, das hat so viel Spaß gemacht. Ne? Also das heißt, theoretisch, nach der kurzen Einweisung, wäre das eigentlich kein Thema für dich. Traust du dir das zu oder brauchst du was sagst du? War das gut oder war das schlecht? Also ich sag, das war okay, du hast ja verstanden, du hast ja gesehen, wo du schweißt, das habe ich ja gesehen. Ja. Das Thema ist halt mit dem Tempo, aber das kommt mit der Zeit. Wenn man ein paar Bleche hat, dann kann man ein bisschen rumprobieren und dann geht das auch. Und man versteht auch, wie das Material sich dann verhält, ne? Dickeres Blech, dünneres Blech, denke ich mal. Und
Nee, ich bin immer noch, wir haben ja schon mal drüber geschrieben, ja, ich habe da voll... Wir haben zwei oder drei Anläufe gehabt, genau. Ich muss mal schweißen und dann ist es irgendwie... Und jetzt, dank dem BMW, wird es zusammengekommen. Der Punkt ist aber, wenn man keine Erfahrung hat oder gar nicht weiß, in welche Richtung es geht, dann sollte man das natürlich nicht tun. Nee, am Auto, stimmt. Du weißt ja nicht, da sind ja tragende Teile, wir haben jetzt Verstärkungsbleche eingeschweißt, deswegen, die müssen ja vernünftig halten. Genau. Nee, mir hat es auch Spaß gemacht, danke, dass ich dir helfen konnte. Weißt du, was mich interessieren würde, wenn das Auto fertig ist, dann machst du bestimmt ein Video bei dir. Ja, klar. Das wird nicht dauert noch ein bisschen, aber wenn er fertig ist.